Hallo liebe Freunde der virtuellen Realität im Landwirtschaft, herzlich willkommen zurück am Alles 19. Beziehungsweise herzlich willkommen zum allerersten Video Alles 19. Und ja, ich wollte eigentlich ein Video machen, Alles 19 First Look. Und was wir jetzt haben, ist Alles 19 Third Look oder so, ne? Also der dritte Anlauf quasi oder vierte Anlauf. Ja, es gibt eine ganze Menge Probleme, aber im Moment kann ich den LS tatsächlich spielen und deshalb mache ich jetzt auch direkt ein Video. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir spielen jetzt gerade auf der amerikanischen Map. Ich habe die Maps noch nicht gesehen. Ich bin noch nicht drauf rumgefahren. Noch gar nichts. Ich habe jetzt im Moment 2 Stunden LS-Zeit hier auf dem Landwirtschaftssimulator 2019. Und ich habe die Zeit 100%ig damit verbracht, meinen Lenker zum Laufen zu kriegen. Und ihr seht, ich kann lenken und ich kann fahren. Im Moment ist es so, dass ich mit dem Gaspedal bremse und mit dem Bremspedal Gas gebe. Ich packe das jetzt aber nicht mehr an. Ich habe so lange dran rumprobiert. Es geht einfach alles nicht, ne? Und ich bin nicht der Einzige. Ganz viele haben im Moment Probleme. Meiner Meinung nach, die Input, ganz alles, was mit dem Input zu tun hat, ist komplett vom Bug. Also, ich weiß nicht. Man kann irgendwie Sachen einstellen, dann beendet man das Spiel, lädt man das neu, ist wieder alles anders, ne? Gerade funktioniert es, lädt man das Spiel neu, ist wieder anders. Geht man in die Steuerungseinstellung rein, ist wieder anders. Belegt man was, geht's nicht, geht's doch, geht's vielleicht. Also, irgendwie, man kann nicht wirklich sagen, das geht nicht. Na, manche sagen, gehen nicht. Dann gehen die Sachen wieder, dann gehen die Sachen wieder nicht. Es ist sehr frustrierend im Moment. Also, ich bin wirklich mehrmals kurz davor gewesen, das Spiel wirklich mehr oder weniger in die Ecke zu knallen. Geht natürlich nicht, es ist ein digitales Spiel. Ich kann sie in die Ecke werfen. Aber ich war definitiv einige Male kurz davor, zu sagen, okay, ich lasse es bleiben. Es kommen keine LS19-Videos. Wir machen den 17er weiter, bis sie das fixen. Ich hoffe so sehr, dass sie das schnell fixen, weil das ist wirklich frustrierend. Ich weiß nicht, ne? Selbst Leute mit Tastatur haben teilweise Probleme, dass irgendwelche Sachen nicht gehen. Aber hauptsächlich ist es natürlich auf Controller, ne? Jede Art Lenkrad, Controller, Gamepad und so weiter bezogen, das Probleme macht. Na, bei manchen Leuten funktioniert es. Bei den allermeisten macht es aber Probleme. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die fixen das schnell. Und meine Sache läuft jetzt gerade im Moment und deshalb mache ich dieses Video, auch wenn ich nicht wirklich darauf vorbereitet bin. Ich wollte euch einfach den Alles 19 aus meinen Augen vorstellen, ne? Und meinen Augen ist ja, ich bin, wir haben ja hier den Slogan, beziehungsweise den schönen Willkommensspruch, herzlich willkommen zur virtuellen Realität im Landwirtschaft. Mein Hauptaugenmerk liegt also auf dem Realismus und ich wollte euch einfach mal quasi vorstellen, wie realistisch ist denn jetzt der Alles 19? Wie realistisch ist der Alles 19 in meinen Augen? Und wir fahren hier diesen wunderschönen Fendt, weil das muss ich gleich von vornherein sagen, die Fahrzeuge sind der Hammer. Ne, also hier, wenn man das so anschaut, Innenraum, auch außen, also modelltechnisch echt nichts zu meckern. Auf den ersten Blick überall Details und Texturen und Farben und so weiter, ist es echt genial. Also modelltechnisch hat Giants dieses Jahr echt wirklich, wirklich nochmal einen ganz heftig draufgesetzt. Und das ist so wahnsinnig frustrierend. Ich will unbedingt spielen, ich will unbedingt einen schönen Schlepper fahren und dann ging das die ganze Zeit nicht. Also die Fahrzeuge sind echt wahnsinnig schön. Map-technisch. Ihr seht das, wir fahren hier rum, die Straßen, die sind so breit, wie sie sein sollen, da sind keine 15 Meter mehr breit. Die Landschaft ist auch gar nicht so schlecht, ne? Also, optisch macht der LS wirklich was her. Alles ist ein bisschen zu hell, finde ich, ne? Also ich finde, das ist schon teilweise ein bisschen hell, im Moment geht's. Aber manchmal hat man so Momente, wo es wirklich sehr grell und sehr hell ist. Das kann man aber durchaus ändern mit Mods oder Mod-Maps und so weiter, das ist alles customizable quasi. Aber im Moment wollen wir uns darauf nicht konzentrieren, sondern auf die Fahrzeugphysik. Und ich werde jetzt einfach mal, ich fahre gerade Vollgas 53 km/h und ich gehe jetzt mal vom Gaspedal in 3, 2, 1 los. Und der Flapper steht. Was soll ich jetzt dazu sagen? Eine Sache steht auf jeden Fall fest, im LS17 ist der Flapper noch viel schneller angehalten, nachdem man vom Gaspedal ging. Das war noch wesentlich anstrengender, man konnte wirklich überhaupt nicht auf eine Kreuzung zufahren, ohne das Pedal ganz langsam, ohne dann wirklich, der Flapper ist im Kreis genau analog zum Pedal gefahren. Wenn ich das Pedal ein bisschen gedreht habe, ist er gefahren. Sobald ich das Pedal losgelassen habe, ist er sofort wieder gestanden. Das ist viel, viel besser geworden. Es ist immer noch deutlich zu wenig im Vergleich zum More Realistic Mod oder Gearbox Add-on. Ne? Da rollen die Schlepper viel, viel schöner aus. Also wenn man wirklich ausrollen lassen will, muss man tatsächlich langsam vom Gas gehen. Wenn man einfach komplett vom Gaspedal geht, so wie ich das jetzt mache, dann stehen die Schlepper ziemlich schnell. Das mag vielleicht unter Umständen realistisch sein für ein stufenloses Getriebe. Ein CVT-Getriebe, das sich quasi selber dann runterbremst, wenn man vom Gaspedal geht. Dafür mag es durchaus realistisch sein, aber für einen klassischen alten Flapper ist es halt nicht realistisch und fühlt sich auch nicht so gut an. Das nächste ist die Beschleunigung. Ich bremse jetzt hier mal, ich stehe jetzt hier mal hin und jetzt schauen wir mal, wie lange brauchen wir auf Vollgas. 3, 2, 1, los! Und Vollgas! Also, im Vergleich zum 17er, wo die Sachen wirklich davon geschossen sind, als wären es Rennwagen, ist das eine
ergebende Verbesserung. Also ich würde mal sagen, das ist so das, was mir als erstes aufgefallen ist und das, was auch einigen anderen, die gerne realistisch spielen, als erstes aufgefallen ist. Die Fahrzeuge fühlen sich wirklich viel besser an. Ne? Also wenn man es mit einem Realistic Mod vergleicht, ist es immer noch unrealistisch. Auf jeden Fall. Ne? Da sind wir noch ein Stückchen von weg. Wenn man es aber mit Standard LS17 vergleicht, dann sind wir so viel besser, um Welten besser. Also ich denke mir, mit ein paar kleinen Anpassungen könnten selbst Realistic-Fahrer und Fans mit dem LS19 mehr oder weniger glücklich werden. Zu den Anpassungen komme ich gleich nochmal. Also, wie gesagt, Fahrverhalten, Physik, soweit gar nicht schlecht. Was natürlich richtig lustig ist, wir werden das jetzt eben mal ausprobieren. Ich fahre jetzt hier mal so an Hang hin und ja, die Schwerpunkte von den Flapper sind wirklich, wirklich tief. Also man kann den Flapper nicht umwerfen, egal was man will. Aber man muss wirklich senkrecht an der Wand entlang fahren, um den Flapper umzuwerfen. Man kann auch senkrecht drauf fahren, man kann senkrecht runterfahren. Das ist alles kein Problem. Also, nach wie vor, ne, war ja nicht anders zu erwarten, haben die Flapper viel zu viel Reibung. Schwerpunkt hängt viel zu tief. Und ja, deswegen ist das alles hier nicht so toll. Also das ist nur eine dieser Sachen, die man ändern müsste. Ne? Mit einer Art Realistic Light oder sowas müsste man definitiv gucken, dass die Schwerpunkte alle höher kommen, dass die Reibung von den Rädern runtergesetzt wird. Das ist auf jeden Fall wichtig. Was wir jetzt hier sehen, was wieder zum optischen dazu zählt, ne? Wir haben hier den wunderschönen Sitz, der in der Kabine rumfädelt und so weiter. Also die Flapper beim Fahren zuzugucken ist einfach wunderschön. Ne? Oder wenn man hier so schaut, okay, der hat jetzt hier keine, sieht man nicht die animierten Gelenke vorne in der Achse, aber die Flapper, die fahren wirklich sehr schön. Also, rein vom Optischen, ne, wir haben auch hier mit den ganzen Pedalen, es ist doch sehr schön alles animiert, es funktioniert alles sehr schön. Und ja, optisch, wie gesagt, optisch kann ich immer nur loben, optisch ist der LS19 echt ein Hingucker. Technisch, wie gesagt, ich bin echt überrascht, dass die Physik besser geworden ist, ich hätte es nicht erwartet, ich hatte schon fast nicht mehr gehofft und ich bin sehr positiv überrascht. Was wir jetzt mal machen werden, und zwar mache ich das jetzt fast on camera, oder, yep, ich mache das on camera. Jetzt kaufen wir einfach mal ein Schlepperchen. Und zwar, ihr seht das hier, ne? Ich habe immer noch Inputs, die spinnen. Im Moment scrollt das immer mal wieder hier durch. Moment. Das ist irgendwie auf meinem Lenkrad. So, wenn das Lenkrad zentriert ist, dann ist es nicht mehr. Wir schnappen uns mal ein schönes Schlepperchen. Und zwar nehmen wir uns mal einen größeren. Nehmen wir uns mal den hier. Den habe ich selber noch gar nicht angeguckt. Wir zeigen uns gleich mal den 3D-Shop. Und ja, auch das ist eine wahnsinnig tolle Verbesserung mit dem 3D-Shop. Wir können die Fahrzeuge tatsächlich sehen. Und wir können die Konfiguration sehen, ne? Wir ändern die Konfiguration und die sind direkt da. Ne? Ihr wisst das alle schon, es ist alles schon bekannt, aber es ist einfach so der wahnsinnig coole Oberhit, dass das tatsächlich geht. Ja, ich höre mich ein bisschen begeistert an und das ist auch so. Also wie gesagt, das ist so ein Feature, was ich mir immer schon gewünscht hatte und was von vielen ein bisschen vielleicht übersehen wird, wie genial das ist. Weil man hat so viel Konfiguration, wo man oft ausprobieren musste und ja, jetzt können wir hier Sachen rumprobieren und ach, das ist doch toll. Ne, wir haben hier normale Bereifung, breite Bereifung, wir nehmen mal hier richtig fetten Reifen, wir nehmen mal den größten, den es gibt. So, und den kaufen wir uns mal, jawohl, und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben nicht mehr ganz so viel Geld, wir können uns aber gleich Geld cheaten und jetzt wollte ich da einen Anhänger anhängen und damit kommen wir dann zu unserer nächsten Sache. Wo sind die denn? Da sind die Anhänger, wir nehmen einen Anhänger, was für einen Anhänger sollen wir denn nehmen? Ich würde mal sagen, wir nehmen doch einfach mal den hier, der dürfte doch ganz gut passen. So, auch hier haben wir wieder Reifenvarianten, ich nehme mal die hier, kaufen wir das Ganze, zack, und steigen wir mal um in diese schöne Schlöpperchen. Ach, ist das ein herrliches Kistchen, ne? Also, die Reifen, schaut euch die Reifen an, wie toll der Reifen aussehen. Also, wie gesagt, optisch kann man echt nicht meckern, optisch ist echt der Wahnsinn. Was mir aufgefallen ist, dass die Sachen alle nicht wirklich nicht zueinander passen. Ne? In manchen Schleppern sitzt man drinnen, als wäre man nur 1,50 groß. In anderen Schleppern sitzt man drinnen, als wäre man 2 Meter groß. Die Innenkameras, die sind alle irgendwie anders hoch eingebaut. Also das ist ein bisschen lustig. Das hat vielleicht auch mit der Sitzfederung zu tun, dass die unterschiedlich eingestellt ist. Ich weiß es nicht. Aber was wir jetzt jedenfalls machen, ist GS Fill at Unit. 1 und Weizen. Nope, das war falsch. GS Vehicle nehmen wir, dann zeigt uns nämlich den neuen Command. So. GS Fill Unit Add 1 mit. Jawohl. Und jetzt sind wir nämlich voll mit Weizen. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar mit einem schönen schweren Anhänger hinten dran. Wie verhalten sich die Schlepperchen? Und ich kann es euch schon mal ein bisschen im Voraus spoilern. Es ist natürlich wesentlich besser, als es im 17er war. Es fährt sich wesentlich besser, dadurch, dass die Flapper einfach deutlich schöner fahren und deutlich realistischer beschleunigen. Es ist aber nach wie vor so, dass das Gewicht in den Anhängern halb so schwer ist, als es sein sollte. Das heißt, wir haben jetzt hier knapp 40 Kubik Weizen drin und es wiegt halt so viel wie 20 Kubik.
Da gibt's aber dann hoffentlich bald Abhilfe. Ich habe nämlich gestern Abend, als ich mich so aufgeregt habe über die Tastenbelegung, habe ich gesagt, okay, dann bastle ich jetzt halt der Mod und habe mal eben das Realistic Weight Adjustment bzw. realistische Ladegewichte Mod konvertiert. Das heißt, das Ganze ist schon bei ModHub eingesendet. Das kommt hoffentlich irgendwann demnächst zum Download die Tage. Und dann haben wir wieder realistisches Ladegewicht und können Flapper tatsächlich den Berg hoch quälen. Und ja, dann sind wir schon mal einen deutlichen Schritt in Richtung More Realistic quasi. Weil, ja, wie gesagt, die Flapperchen, die beschleunigen ja schon gar nicht so schlecht und haben schon relativ realistische Leistung. Wenn jetzt die Anhänger auch noch realistisches Gewicht haben, dann sind wir schon mal in einem relativ guten Rahmen quasi, um das Ganze ein bisschen mehr zu genießen. Ne? Also ist, wie gesagt, immer alles noch weit vom More Realistic weg, aber wir kommen dem Ganzen so ein bisschen näher. Und ja, na, hier sitzt man so ein bisschen tief drin in der Karre. Aber von außen sieht er echt cool aus. Und ja, was soll ich sonst sagen? Ne? Also das ist auf jeden Fall, jetzt machen wir mal die Physik, machen wir mal eine Vollkurve. Also ihr seht das schwerpunktmäßig. Schwerpunktmäßig ist das alles unbrauchbar. Ne? Das ist so tief. Man kriegt die Dinger nicht umgekippt. Ne? Das ist eins der größeren Hauptmankos. Das müsste man irgendwie mit einer Art More Realistic Life fixen. Aber dann würden sich die Fahrzeuge schon wesentlich besser anfühlen und wesentlich realistischer fahren lassen. Also, soweit, so gut. Was wir jetzt als nächstes machen ist, wir kaufen uns ein Anbaugerät. Und zwar kaufen wir uns einen schönen Grubber, würde ich mal sagen. Nehmen wir mal den Raum Polymark. Das ist ein schönes Grubberchen. Der mag 100 PS. Den kaufen wir uns jetzt mal. Und auf den habe ich mich echt gefreut. Ein schönes, altes, kleines Grubberchen. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist oder ob der neu ist. Gibt es Raum noch? Weiß es nicht. Jedenfalls ist es ein schönes Grubberchen. Ein kleines. Und jetzt kaufen wir uns dazu noch einen neuen Flapper. Und ich weiß nicht, sollten wir den Fiat nehmen? Der hat 150 PS. Wir nehmen den Valtra. Der hat 100 PS. Das passt genau und wir machen mit den Rädern mal irgendwie vom Frontgewicht. Wir machen mal Frontgewicht dran, warum auch nicht. Trelleborg-Räder, Standard, Radgewichte. Wir nehmen mal mit Radgewichten. So, und sowas kaufen wir jetzt. Jawohl. Und dann gehen wir damit mal grubbern. Und zwar haben wir jetzt, unser Dings ist erstmal, okay, wie verhält sich der Grubber hinten am Flapper? Wie viel Gewicht haben wir hinten dran? Und das nächste ist natürlich, was passiert, wenn ich mit dem Flapper fahre im Feld? Haben wir wieder das Problem, dass der Flapper quasi bei Standgas entlang brummelt, weil er nicht wirklich Leistung vom Grubber verspürt, weil der Grubber nicht wirklich Bodenwiderstand hat, oder merkt man tatsächlich, dass der Flapper den Grubber durch den Boden ziehen muss. Na, wir haben jetzt ein Frontgewicht dran, das heißt, es hebt den Flapper nicht wirklich aus oder so, hinten drückt es ein bisschen runter, der Grubber ist aber ja auch nicht so schwer, das passt halt. Und jetzt machen wir das mal so, GS Boy, come here, all farmland, Boy Farmland, GS Boy, Boy, all farmland, jawohl. Jetzt sollte uns alle Äcker sollten uns jetzt gehören. Und jetzt kann ich euch leider nicht mehr zeigen, wie das denn funktioniert mit dem Äcker kaufen. Aber ich glaube, ihr habt das jetzt eh schon bei vielen anderen Videos gesehen. Ne? Also ich weiß auch nicht, was ich euch hier genau zeigen will. Ne? Wie gesagt, ich stelle euch nicht den LS19 vor als solches. Das gibt schon überall, das gibt schon genug. Ich wollte euch einfach mal meine Perspektive als Realismus-Spieler zeigen. Wie realistisch ist der LS19? Wie realistisch kann man den LS19 spielen? Und ja, ne, das ist quasi so die Prämisse von diesem Video. Und jetzt fahren wir einfach mal in dieses Feld rein und lassen einfach mal den Grubber runter. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe es nämlich selber noch gar nicht ausprobiert. So. Da war auch Fruchtzerstörung und ne, dass sich das alles wegbiegt und sowas. Ist natürlich alles ziemlich cool. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir wollen einfach nur fahren. So. Eine Sache steht fest. Der Flapper ist auf jeden Fall nicht im Standgas. Ne? Also man hört das, die Drehzahl ist hoch. Wir fahren jetzt hier mit 14-15 km/h. Mit diesem Grubberchen und man hört es auf jeden Fall, der Flapper, der muss arbeiten. Na, wenn ich jetzt hier den Grubber aushebe, ich kann jetzt mal den Tempomat einmachen. Und zwar, womit mache ich den Tempomat ein? Ich weiß es gar nicht. Cockpit Cruise Control mit der Taste 3. So, machen wir den Tempomat mal ein auf 12 km/h. Und jetzt lassen wir den Grubber runter und schauen mal, was passiert, wenn wir den Grubber runterlassen. Ne? Hört ihr, wie viel Gas er jetzt braucht? Grubber runter. Jetzt geht das Gas hoch. Ist nicht ganz direkt, es ist ein bisschen eine verzögerte Reaktion, aber man hört auf jeden Fall, dass der Flapper jetzt arbeiten muss beim Arbeiten. Ne? Also ob das jetzt fake ist, ne, ob das einfach so ist, macht die Drehzahl hoch, wenn er arbeitet, oder ob er wirklich arbeiten muss, weiß ich nicht. Es fühlt sich aber jedenfalls besser an und hört sich besser an. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir besorgen uns einfach nochmal ein bisschen Geld, GS Cheat Money, und dann kaufen wir uns genau diesen Flapper nochmal als Vergleich. 100 PS und wir hatten hier dieses Gewicht dran und wir hatten hier die breiteren Reifen dran, denn die Radgewicht hatten wir dran. Und jetzt kaufen wir uns einen größeren Grubber und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt einen eigentlich zu großen Grubber dranhängen. So, Anbaugeräte, Grubber,
Der möchte 120 PS, das ist fast noch ein bisschen knapp. Wir haben diese Starak-Gruppe hier. Der möchte 300 PS. Könnt ihr das mal probieren mit diesem 300 PS-Gruppe? Den hängen wir jetzt mal dran. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ne? Schauen wir einfach mal, was der LS damit jetzt macht. So, ich komme immer durcheinander mit meinen Pedalen. Ich muss mit dem Gaspedal bremsen und mit dem Bremspedal Gas geben. Jawohl, bitte schön, rückwärts. Ja, das geht doch. So. Ne, also ich meine, ziehen kann er das Ding natürlich. Das ist ja auch keine Überraschung. Das ist auch realistisch. Weil der Gruber ja an sich ein Anhänger ist und als soll es zwar nicht ganz so leicht ist, aber auch nicht ganz so schwer. Ne? Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Was ich jetzt allerdings erhoffe und erwarte ist, sobald wir das Ding in den Boden lassen, sollte der Schlepper durchdrehen oder irgendwie sowas passieren. Also ne, das ist ein 300 PS Gruber, wir haben 100 PS Schlepper, der sollte da keine Chance haben, das Ding durch den Boden zu ziehen. Ich bin selber sehr gespannt. Ich denke mal im 17er hätten wir das Ding gezogen gekriegt und genau das hoffen wir, dass jetzt nicht mehr passiert. Und wir werden es gleich feststellen. Wir sehen hier schon bergauf. Das Ding ist nicht ganz so leicht. Also, es ist auf jeden Fall deutlich besser. Ne? Ich kann das nur immer wieder erwähnen. Es ist deutlich besser als im 17er. Auch für Realismus-Fans. Es fühlt sich einfach deutlich besser an. Ne? Es ist wirklich so. Es fühlt sich besser an. Ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. So. Und runter damit. Okay, er kommt immer noch ein bisschen vorwärts. Er hat einfach noch zu viel Traktion. Aber, okay. 3 km/h. Es dreht durch. Na, man sieht, die Reifen drehen schneller hinten, zumindest die vorderen, als der Boden. Ich würde mal behaupten, wenn wir realistische Traktion hätten, würde der Flapper jetzt einfach nur durchdrehen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich nehme mal an, dass das Anbaugerät immer noch ein bisschen zu wenig Leistung braucht. Dass sie immer noch nicht hundertprozentig so viel Leistung brauchen, wie sie denn brauchen sollten. Weil, ne, es eben ist einfach so, wie mit den Anhängern, die ein bisschen zu leicht sind, nehme ich mal an, die Anbaugeräte brauchen ein bisschen zu wenig Leistung. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser. Es ist auf jeden Fall besser und wenn man es tatsächlich hinkriegen würde mit der Reibung, wären wir noch besser dran. Ja, wie gesagt, also allgemein, mein Fazit quasi ist, das ist auf jeden Fall eine gute Basis, der LS. Ne? Das ist eine gute Basis, um ein paar Realismus-Mods zu machen, die vielleicht Kleinigkeiten ändern, die dann das Ganze schon deutlich besser machen. Wie gesagt, wenn wir die Schwerpunkte hinkriegen würden, in einer Art Moralistic Light, wenn wir die Reibung hinkriegen würden, dann wären wir schon deutlich besser. Zur Not müssen wir noch ein bisschen den Leistungsverbrauch bei den Anbaugeräten anpassen. Aber die Flapper, wie gesagt, die sind schon gar nicht so verkehrt. Was mir natürlich fehlt, ist das Gearbox Addon. Ich hoffe so sehr, dass Mowgli das konvertiert. Na, ihr seht, dass man keinen Flapper umschmeißen, aber man muss sich wirklich anstrengen. Die Schwerpunkte sind echt wahnsinnig tief. Na, also wie gesagt, Gearbox Addon, hoffe ich, dass tatsächlich Mowgli das konvertiert. Das wäre natürlich genial. Weil, ja, ich vermisse das. Ich vermisse das total. Was wir jetzt noch machen können, ist einen ganz kurzen Blick auf die Sachen werfen, die nicht gehen. Ne? Also, Steuerungseinstellungen. Ich habe hier das Problem, wenn ich hier in die Steuerungseinstellungen reingehe. Übrigens, Steuerungseinstellungen in-game kann man sie verändern. Das ist wunderbar. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich hier keine Belegung entfernen kann, sobald ich hier eine Belegung wegmache. Ne? Zum Beispiel sage ich, ich mache Straw Object jetzt einfach weg. Wenn ich jetzt das Spiel beende und wieder neu reingehe, ist die Belegung wieder da. Das ist also zumindest ein Problem. Ich kann keine Belegung wegmachen, ne? Auch wenn ich hier speichere. Das geht nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist ein Bug. Das geht nicht. Das nächste ist, ich kann meine Pedale nicht belegen. Ne? Wenn ich jetzt hier unten, irgendwo sind wir denn? Wo sind sie denn? Da sind meine Pedale. Wenn ich hier das Gaspedal belege, ihr seht, das ist irgendwie beides Mal das gleiche Pedal. Ich habe es auch schon auf kombinierte Pedale gelegt, aber er kriegt das trotzdem irgendwie nicht hin. Also Pedale belegen ist schwierig. Überhaupt Sachen belegen ist schwierig. Manchmal, wie gesagt, Spiel neu starten und alles ist wieder anders. Also da ist wirklich total verbuggt und versponnen noch. Ich hoffe doch sehr, dass das relativ bald gefixt wird. Eine andere Sache natürlich, das ist ja eigentlich auch schon im Voraus bekannt gewesen, aber ich sage einfach nur nochmal meine Meinung dazu. Wenn wir jetzt hier mal anschauen, die ne, diese platzierbaren Objekte, wir platzieren die jetzt einfach mal irgendwo. Ich würde mal sagen, hier oben ist doch ein schöner Platz, da können wir die hin platzieren. Wir drehen das Ganze ein bisschen, da steht jetzt leider ein Schlepper. Müssen wir mal gucken, wo können wir es hin platzieren. Wir können es hier hin platzieren, auf diese Seite. Und da müssen wir es hin platzieren könnten. Kollidiert mit einem Objekt, müssen wir halt ein bisschen weiter reinmachen hier, da können wir es hin platzieren. Ihr seht, das ist eigentlich fast flach hier. Ne? Also man kann nicht sagen, das ist hier ein Berg, das ist eigentlich fast flach. Wir platzieren das jetzt mal hin und dann gehen wir da mal hin und so, schauen uns das mal an. Und ja, na, wie schaut das hier aus? Wir haben hier einfach eine Klippe hier rundherum, ne? So einen großen Aufgang hier. Auch hier, ne? Obwohl das relativ flach ist und auch mit dem Gras und so weiter, wie das Gras hier noch reinwächst teilweise. Also das passt alles noch nicht so wirklich. Ne? Und wie das hier, diese Vierecke hier, ne? Das sieht auch so hässlich aus. Ne? Ich kann ja mal GS... Toggle Flight and No HUD Mode. Nein, das ist das Falsche. GS Toggle Flight and No HUD Mode. Jawohl. Und dann können wir nämlich mal eben hochfliegen. Das sieht so hässlich aus, wie das die Vierecke hier rausmacht quasi mit einem Gras und so.
Und wie gesagt, man hat keinen Weg dahin. Also das Feature an sich ist wahnsinnig cool an sich mit den platzierbaren Sachen. Aber es ist in meiner Meinung nach absolut unbrauchbar. Ne? Wir können jetzt mal ein großes Silo platzieren. Das ist ziemlich cool. Wir haben Silos, wir können Silos platzieren. Schnappen wir uns mal hier so ein Medium-Bunker-Silo. Silos kann man übrigens nur im 90-Grad-Winkel platzieren, weil es nämlich sonst zu Problemen kommt. Wegen, ne? Das war ja im alten LS auch schon so, dass dann quasi hier an der Wand diese komischen Kanten entlang waren. Deswegen kann man das nur auf der Map-Dings platzieren. Und ihr seht das, ich habe das jetzt hier so hin platziert und es hat mir hier komplett den Weg zerstört. Wie soll ich hier auf dieses Silo hochkommen? Wir haben natürlich eine Option, wir können das Silo tatsächlich drehen. Wir können das jetzt gleich mal machen. Wir machen uns mal eben das Hilfsmenü an. Warum kann ich das Hilfsmenü? Ach, weil ich O gedrückt habe. So, Hilfsmenü an und jetzt gehen wir nochmal in die platzierbaren Objekte. Platzieren wir nochmal eins von diesen Silos. Platzieren wir mal das kleine. Und dann würde ich mal sagen, na, ihr seht das hier oben. Wir können Change Placement Height mit Steuerung und QE können wir das machen. Können wir die Placement Height ein bisschen verändern, ne? Dann können wir das hier ein bisschen tiefer setzen. Ja, stellen wir da mal hin. Und aber ihr seht das, ne? Selbst wenn wir das tiefer setzen, es zerstört uns trotzdem. Halt, wo sind wir? Hier sind wir. Es zerstört uns trotzdem den Feldweg. Ne? Also wenn man es an den Feldweg ranstellt quasi, dann zerstört es einem den Feldweg. Und wenn man es irgendwo mitten in die Wiese reinstellt, dann sieht das nur fürchterlich aus. Also in meiner Meinung, wie gesagt, nur meine Meinung, ist das Feature mit den platzierbaren Terrain-Anpassungsobjekten im Moment unbrauchbar. Na, es wurde ja schon gesagt, dass daran gearbeitet wird, dass man in-game das Terrain anpassen kann, wie man es im GE auch kann. Und dass das in einem Patch nachgereicht wird, das wurde ja auch schon versprochen und angekündigt. Und bis das passiert ist, meine persönliche Meinung, ist das Feature relativ unbrauchbar. Und ja, ich werde zumindest, so gut es geht, nicht damit zu spielen. Und ja, wieder klassische platzierbare Objekte nehmen, die das Terrain nicht anpassen. Ich denke, damit fährt man besser und gucken, dass ich irgendwie auf Maps starte, wo die Sachen drin sind. Und wie gesagt, ansonsten muss man tatsächlich auf Maps wieder flache Ebenen machen, ganz flach, um platzierbare Sachen zu platzieren. Weil so ist das im Moment, wie gesagt, nicht brauchbar. Ne? Also das ist einfach, nee, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie die das durchlassen konnten, wie die das überhaupt das Spiel so releasen konnten, weil das ist, wie gesagt, ein Feature, das auf das man verzichten kann. Ne? Das so wie es ist, nicht brauchbar ist. Na gut, kommen wir mal zu weiteren coolen Neuigkeiten im Multiplayer. Ich bin noch nicht im Multiplayer gewesen, ich konnte es noch nicht ausprobieren. Wir machen da vielleicht mal noch ein anderes Video dazu. Scheint aber ziemlich cool zu sein. Ansonsten, ne, Map haben wir schon gesagt, Map ist wirklich gar nicht so schlecht gemacht. Die Straßen sind wunderschön, mir gefallen die Straßen, auch die Straßenführung ist nicht mehr alle so gerade, es ist alles schön kurvig. Und dann schaut doch einfach mal hier runter, dann schaut mal, wie schön das aussieht und die Büsche und so weiter. Also, ja, ne, optisch ist wirklich sehr schön gemacht. Technisch, wie gesagt, Fahrzeugphysik deutlich besser als erwartet. Weit von MR weg, aber durchaus vielleicht aufbaubar und mit realistischer Ladegewichte hoffentlich schon mal gar nicht so schlecht. Ansonsten, ja, das war so ziemlich mein erster Eindruck, beziehungsweise mein dritter Eindruck. Das Spiel ist leider noch sehr verbuggt. Ne? Es gibt einige andere Bugs auch noch. Ich bin noch gar nicht so weit zum Spielen gekommen. Ne? Es gibt noch Bugs, dass Tiere auf den Nevermatch verschwinden, dass Eier nicht spawnen wollen und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Bugs trotz des Day One Patches. Also da kommt auf jeden Fall, denke ich mal, relativ bald nochmal ein Patch, der die gröbsten Bugs behebt und hoffentlich das mit der Steuerungseinstellung fixt, weil das ist wirklich frustrierend. Wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Wenn man durch die Discord liest, wenn man durch die Foren liest, ganz viele Leute sind wahnsinnig frustriert mit den Steuerungseinstellungen. Vor allem, weil es eben ständig ändert. Ne? Dann denkt man, jetzt hat man eine Lösung gefunden und geht das nächste Mal im Spiel und es ist schon wieder alles anders. Ne, das ist das Frustrierende dran. Man kann nicht wirklich nach einer Lösung oder nach einem Workaround suchen. Ich habe ja schon ein Video gemacht mit einem Workaround für die Sachen, die dann quasi wieder resettet werden. Das scheint soweit auch zu funktionieren, der Workaround. Also wenn ihr da ein Problem habt, könnt ihr vielleicht mal in das Video reingucken. Das löst aber nicht die Grundprobleme, dass er lässt trotzdem irgendwelche komischen Sachen macht und manchmal Sachen einfach gehen und manchmal nicht von den Steuerungen, nachdem man neu reingegangen ist. Ne? Also wie gesagt, ich denke mal, das ist mein First Look oder Second Look oder Third Look Video quasi dazu. Ich bin sehr, sehr gehypt drauf, den LS19 tatsächlich zu spielen. Aber solange das mit der Steuerungseinstellung so problematisch ist, macht es einfach keinen Spaß. Ich möchte mit meinem Lenkrad spielen, ich werde nicht ohne Lenkrad spielen. Und ich werde dabei rumprobieren, ob ich jetzt meine Pedale noch umdrehen kann, dass Gas und Bremse richtig ist und dann lange ich nichts mehr an. Und dann werde ich einfach mal ein bisschen spielen, ein bisschen rumprobieren. Und vielleicht kommen dann auch nochmal ein, zwei Videos. Tatsächlich LS spielen, ein kleines Let's Play. Und ansonsten, ja, ich freue mich gerade tatsächlich drauf, wieder die Lost Bug zu spielen. Wo Gangschaltung und so weiter, alles geht um meine Pedale. Also, ja, ne, ich, ja, wie soll man das sagen, ne? Ich bin ein bisschen frustriert, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber allgemein ist das eigentlich ein relativ cooles Spiel. Ich hoffe nur, dass Giants wirklich die Bugs schnell gefixt bekommt. Ansonsten wird das eine sehr frustrierende Zeit und ein sehr frustrierendes Erlebnis mit dem LS19. Weil wie gesagt, an sich wäre das Spiel wirklich schön gemacht und hat so viele tolle neue Features.
Ja, das ist echt traurig jetzt. Das ist richtig traurig. Und wir können ja nochmal zurückgehen. Wir können nochmal in den Shop gehen. Na, ich kann euch ein paar Lieblinge von mir zeigen. Hier, dieser Anhänger hier. Mit diesen ganzen tollen Konfigurationen. Man kann die ganzen Sachen umkonfigurieren. Ihr habt das gesehen. Man kann hier oben machen, oben ein Cover drauf ist, dann nicht. Dann hat er die Mühlenträge sozusagen. Es ist echt cool. Ne? Man kann überall unterschiedliche Reifen machen. Ne? Also, konfigurationstechnisch gibt es echt coole Sachen. Das ist zum Beispiel ein Liebling von mir. Wir haben einen tollen Ladewagen gefunden im Stream. Wo ist er denn? Der Ladewagen hier. Ein absolutes Traumgerät. Schöner kleiner Ladewagen. Passt perfekt zum 500 Fendt. 500 Fendt ist sowieso mein Traumgerät. Ist ein echtes. Ja, ich mag den total, den 500 Fendt. Und auch sonst. Es gibt wirklich viele schöne Sachen. Schade, dass ein paar andere kleine Sachen rausgenommen wurden. Sonst hätte man wirklich einen schönen kleinen Hof zusammenbauen können. Aber es gibt wirklich viele schöne Sachen. Wie gesagt, ne, der Gruppe hier, der kleine, der ist toll. Es gibt die kleine Sämaschine, die kleine Kreissäge. Es gibt den Ladewagen. Also man kann jetzt wirklich mit ziemlich vielen Geräten einen Hof aufbauen mit um die 100 PS. Das funktioniert tatsächlich. Und ja, ich freue mich total drauf auf den ersten richtigen Spielstand. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im Alice 19 noch öfter. Hoffentlich mit weniger Frust. Und hoffentlich bald mit vielen Bugfixes. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.